Auf den Industriedienstleister von Bilfinger Industrial Services hat eine riesige Herausforderung gewartet. Ein 40 Meter langer Destillationsturm für ein Chemiewerk wurde zum Transport verladen. Es ist einer von zwei Türmen, die liegend in je einem Sondertransport vom Linzer Industriegebiet in der Lunzer Straße nach Süddeutschland gebracht wurden. Allein die Verladung der Kolonne war zeitintensiv und dauerte einen ganzen Tag. Für die Streckenführung war es immens wichtig, detailliert und umfangreich zu prüfen. Bilfinger Österreich hat den Auftrag im April 2021 unterschrieben, dann geplant und berechnet. Seit Oktober sind 15 Mitarbeiter mit dem Projekt beschäftigt gewesen. Das bis zu 70 mm dicke Grobblech kommt aus der Voestalpine. Die Stahltafeln wurden geschnitten und mechanisch ohne Erwärmung gebogen, um einen Durchmesser von 3,6 Metern zu erreichen. Für den Laien sind die Finessen der Röhre, deren Schweißnähte Hochdrucktests bestehen müssen, nicht erkennbar. Am Ende wird das fast 200 Tonnen schwere Teil eine Höhe von 70 Metern haben und als Destillationskolonne für die Herstellung von Silikonen zum Einsatz kommen.